I'm a scat man. I'm a scat man. Endspurt im Winterschlussverkauf. Nur noch 2 Tage, dann haben die Schnäppchenjäger wieder Schonzeit. Händler versuchen, die Kunden mit enormen Rabatten von bis zu 70% in die Geschäfte zu locken. Viele volle Tüten für wenig Geld. Hier bleiben. War der WSV erfolgreich bei Ihnen? Der Einkauf war in Ordnung. Können wir da mal reingucken? Von mir aus? Ja, na dann auf die Tüte. Ja, aber Apfelsaft zum WSV? Zu was für ein Ding? Winterschlussverkauf? Natürlich, na, alles, was man braucht. Nee, lassen Sie mal. Ich möchte ein bisschen schnökern. Eine Hose, vielleicht ein Pullover, weiß ich noch nicht so genau. So viel Sachen für Mann und für Kinder, so Jacke und Pullover und so alles, ja. So besser, wenn Winterschlussverkauf ich so viel so einkaufen. Anfangs recht mau kam der WSV in der zweiten Halbzeit doch noch ins Rollen. Dennoch, die wenigsten Einzelhändler sind zufrieden. Da der Umsatz im Jahr 2002 zurückgegangen ist und der Jahres- bzw. der Schlussverkauf letztendlich ein bisschen rausholt. Den Verlust, den man zwar in 2002 gemacht hat, kann man nicht wieder hochholen oder rausholen, aber letztendlich merkt man halt im Umsatz, dass ein bisschen was los ist hier in Eberswalde. Jens Rasch glaubt fest daran, der Winterschlussverkauf ein Auslaufmodell. Wie er locken die meisten Händler das ganze Jahr über mit Sonderangeboten. Also Schluss mit dem Schlussverkauf? Rabattgesetze an sich gibt es nicht mehr. Also dadurch, dass man jetzt im ganzen Jahr über Preise reduziert bzw. manche Sachen halt immer günstig versucht anzubieten, einen direkten Winterschlussverkauf in der Machart wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Gehe ich davon aus. 30, 50, 70%. Die Preise fallen in den Keller. Die Geldbeutel der Kunden werden geschont. Die Kassen der Geschäfte strapaziert. Aber warum gehen die Händler bis an ihre Schmerzgrenze? Wir kriegen in unser Schuhlager zum Beispiel nicht mehr Ware runter. Wir kriegen im Textilbereich keine Ware mehr unter. Und wir kriegen ständig neue Ware. So, und die muss irgendwo hin. So, wenn wir keinen Platz mehr haben, dann liegen hier nur noch Kisten im Laden rum. Und deswegen tut es halt zwar weh, aber Hauptsache die Ware ist letztendlich weg. Den Kunden ist es egal, solange Preis und Qualität optimal sind. Doch nicht alle sind mit dem Angebot zufrieden. Auch Schnäppchenjagd? Naja, müssen wir erstmal im Preis gucken, ne? Ob es ein Schnäppchen ist. Meine 99 für so ein Pullover, ne? Ist doch noch ganz schön teuer, denke ich mal. Ist noch ganz schön teuer, aber es sind die letzten paar Tage vom WSV. Sind Sie da noch stark auf der Suche? Nee, eigentlich nicht mehr. Ich gucke schon nach Sommersachen. Wir waren heute nur wegen Wolle unterwegs und haben geguckt, ob es da noch ein paar gute Farben gibt. Und der Rest interessiert Sie gar nicht drumherum, die ganzen Schnäppchen? Nein, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht unbedingt das finde, was ich suche. Pullover werden in Zukunft also selbst gestrickt. Ist kostengünstiger und Einkaufsstress hat man auch nicht. Welche Masche Einzelhändler dann aufziehen, wenn sie trotz Tiefstangeboten auf ihrer Ware sitzen bleiben, der nächste Schlussverkauf wird zeigen. I'm a scat man. I'm a scat man. Skibbity bitty, yum da da da.